Mal sehen, ob es diesmal klappt. Ja, gucken wir mal, ob es jetzt klappt. Also eins nach oben. Ah! Okay. Es klappt etwas. Es funktioniert. Technik. Mari und Co. wollen herausfinden, wer der ultimative Superstar ist. Und so. Aber was bedeutet das und wie soll man es entscheiden? Ich will Pizza essen. Aha, Mario hat auf meine Idee, wie man den Superstar ermitteln könnte. Durch Pizza essen. Durch russisch Roulette, was? Der andere gefällt sein Vorschlag ganz offensichtlich. Ja, dann machen wir russisch Roulette. Das war super. Du bist nicht Roulette. Und es scheint ganz heiß drauf zu sein, ihn in die Tat umzusetzen. Gut so. Dieses Mal werden wir herausfinden, wer der wahre Superstar ist. Das Organisationsteam für die Wettbewerbe steht aus meinen Bekannten, meiner Freundin Toadette und mir selbst. Also dann, legen wir? Hast du da nicht etwas vergessen? Es könnte auch jemand von uns zum Superstar werden. Stimmt's, Leute? Oh, Knochentrocken, ich liebe ihn. Und überhaupt, diesem Organisationsteam traue ich nicht über den Weg. Kamek! Du machst auch beim Organisieren blablabla. Und lass dich von den anderen nicht unterbuttern. Jawohl. Aber wartet nicht, dass ich euch Vorteile gewähre, verehrter Bowser. Ich mag euch nämlich nicht. Sehr schön, mit Kameks Hilfe sollte die Vorbereitung nur schneller abgeschlossen sein. Na dann, okay. Ich hoffe, die Lautstärke passt vom Spiel. Hallo! So, Leute, jetzt sind wir startklar. Sind wir das? Sind wir das wirklich? Erstmal die Fliege zurechtzupfen. Wartet ab, bis wir Pette haben. Eine Kettensäge. Kettensägenparty? 10. Für russisch Roulette braucht man Kettensägen. Was? Russische Kettensäge? Russische Kettensäge. Ja, wusstest du es nicht? Da hängen 3 Kettensägen über dir. Und wenn du an einem ziehst, fliegen alle 3 auf dich runter. Genau. Und wenn du überlebst, hast du gewonnen. Ja, startfrei für die Spiele um den Titel des wahren Superstars. Ja, moin. Super Mario Party! Wuhu! Herzlich willkommen bei diesem wunderbaren, tollen, fantastischen Spiel. Mit mir, dem Gecko, und an meiner Seite der Link. Wuhu! Hallöchen. Ja, wir spielen zusammen Super Mario Party. Ich spiele es tatsächlich zum ersten Mal. Ich so auch. Richtig. Ja, geil, das ist für uns beide blind. Das wird, glaube ich, sehr katastrophal lustig, hoffe ich. Wie gesagt, Chat, ne, Stream, Leute, bitte wirklich Feedback geben über die Lautstärke jetzt, ganz wichtig. Ob das Spiel laut genug ist, ob oder wir laut genug laut sind. Ist. Genau. Und ob wir laut genug sind. Wenn alles passt, dann können wir loslegen. Mein Leute. Weihnachtsgeschenk geht übrigens gut, Kai Sude, wenn ich das gerade so lese. Okay, wer ist 1, wer ist 2? Ich bin 2. Ich bin 1, ne? Ja, genau, ich bin 1. Ich bin Luigi. Und ich will knochentrocken sein, Mann. Der da hinten noch nicht freigeschaltet ist. Ja, so eine Scheiße, was soll denn der Kack? Nimm ich halt Cooper, die lebendige Version davon. Ach, der ist süß, guck mal. Ja, dann nehme ich Cooper. Dann bin ich Cooper. Spoiler, man muss eine Party spielen. Ja, genau. Ja, man muss richtig Roulette spielen, hast du richtig erkannt. Also ich vertraue euch, ne, dass die Lautstärke in Ordnung ist, weil es kommt ja gerade kein Feedback. Ich hoffe es. Ich kann es nicht selber nachgucken gerade. Ich vertraue euch einfach mal. Bewegen. Ich bin gerade auf die Schnauze gefallen. Oh, ah! Du warst tot. Willkommen! Hier ist der Eingang zur Party Plaza. Warte, war ja nicht vorher rot, jetzt ist er blau. Hab meine Farbe geändert. Ich bin jetzt krank! Mit dem wird jetzt eine Party feiern. Ich bin verschimmelt. Ach, geil. Mit normal, stark. Das wird lustig. Oder sehr stark. Ah, ja. Machen wir normal? Ja, spielen wir gegen Drake. Oder, ja, eben, dachte ich nämlich auch gerade. Spielen wir gegen Drake und, Prinzessin Bitch Toadstorm. Ja, genau. Also totales Drake-Pack. Ja, nehmen wir das. Viele Grüße an Drake an dieser Stelle. Eine der Geräte beim Wettkampf ist übrigens mit den anderen abzuklatschen. Okay. Am schönsten ist, dass wir alle das Timing genau treffen. Wie wär's mit einem Versuch? Oh Gott, Timing. Oh Gott. Fertig? Fertig, yeah! Hallo? Wie geht das? Ah, cool. Ja, dann. Schön. Zu laut ist die Musik nicht. Okay. Kein Feedback ist auch Feedback. Ja, es scheint so.
Na, das bringt die Wettkämpfer doch einander näher, nicht wahr? Mhm. Mhm. Und nächstes Mal klatschen wir es auf die Köpfe. Und du viel Spaß bei der Party. Bis oder dann. Ins Gesicht. Einfach. Nächstes Mal gibt's Headpalms. Was? Bitch Slap einfach. Oh, und die Partygruppe zu ändern, schaut einfach wieder bei mir vorbei, okay? Nein. Das steht ja zwar nicht, aber egal. Tschüss dann. Diesmal wirklich. Ja. Auf die wir wiedersehen. Geh einfach. Jetzt kannst du gehen. Ja, hä? Du kannst dich bewegen. Oh. Ach so. Ja, hä? Okay. Oh, guck mal, ich bin wieder gesund. Okay, also das sind ganz viele Toads. Hilfe. Und da bin ich in, mit der Pest und da bin Pilz-Invasion. Ich wieder gesund. Diese Party ist zu groß. Ist einfach zu groß. Das können wir einfach so nicht machen. Dass ich ja etwas für dich zur besseren Orientierung habe. Ich dachte, wir sehen uns nie wieder. Ja, okay, was ist da los? Ein Gerät, das richtig was hermacht. Mein Gerät macht auch richtig. Ja. Was? Yay, es ist ein Touchpad. Ein totes Tablett. Es ist das tote Tablett. Yay, das tote Tablett. Ich hoffe, es hilft dir. Wenn du deinen Namen draufschreibst, stirbst du. Death Note. Es ist ein Death Note. Todestablett. Ja, Todestablett erhalten. Drücke nach oben. Yay, dann schreibe ich mal meinen Namen drauf. Du kannst jetzt das Death Note verwenden. Darauf findest du UA, eine praktische Karte. Schließe das Todestablett, um zur Party Plaza zurückzukehren. Aha. Mario Party, Partner Party. Mario Partner. Mario Partner. Mario Partner. Party-Info. Würfel. Juwelen? Okay, keine Ahnung. Okay, gewinnt die Mario Party? Mario Party halt, oder? Ja, Mario Party für Zweierteams. Die Summe der. Ach so. Gewinnt Mario Party erst oder Partner Party? Die Musik ist toll. Die Party ist zu groß für uns drei. Ja, Partner wäre auch witzig. Wir beide gegen Drakes Team so. Ja! Das wäre einfach eigentlich. Sollen wir das machen? Och, machen wir es mal, warum nicht? Wenn es geht überhaupt. Das sieht irgendwie alles nicht so auswählbar aus. Ja, das sieht irgendwie seltsam aus, ne? Man kann es einfach nur wieder schließen. Wow, sinnvoll! Das ist das Death Note, das ist total Nunnutz! Ja! Okay. Dann gehen wir mal die Mario Party, ist direkt vor uns scheinbar. Rap-Abenteuer. Mario Party? Beatbühne? Nein. Na dann, hallo? Hä? Willkommen bei Mario Party. Wusste ich doch, dass es dich hierher versteckt. Du kannst oder so durch hierher. Ja, eben. Was sollen wir sonst machen? Viel Glück. Oh nein, was denn jetzt noch? Drücke Plus, Minus auf was auch immer das ist, wenn du den Modus wieder verlassen möchtest. Okay, dann gehe ich jetzt einfach wieder. Okay, dann haben wir einfach direkt die Karten schon. Domino-Ruine, König Bomb. König Bob Oms Pulverfassmine. Jo, wahrscheinlich. Riesenobstparadies und das Fragezeichenfeld. Yay! Okay. Das sind halt leider auch schon alle Maps. Es gibt ja, glaube ich, nur vier. Da wird halt noch eine freigeschaltet und das war es halt, glaube ich, schon. Was eigentlich echt schade ist. Wow, gab es nicht sonst immer so sieben? Es gab, ja, eben mindestens so ungefähr, ja. Die moderne Version des Death Notes. Genau. Ja, richtig. Wohin sollen wir gehen? Oh, gib mir die Pulverfassmine. Ja. Sieht cool aus. Da oben sehen wir übrigens auch, es gibt Bosse scheinbar da oben. Sieht jedenfalls so aus. Ja, das sind, glaube ich, die Themen einfach, oder? Ich weiß es nicht. Kann auch sein. Sollen wir gleich hier rein starten? Das können wir auch mit dem Anfang anfangen. Fangen wir mit dem Anfang an. Fangen wir einfach... Hier an. Nicht mit dem Anfang an. Fangen wir einfach damit an. Ja, 10 Runden, ca. 60 Minuten. Wie viel Zeit haben wir? Ca. 60 Minuten, ja. Ja, dann passt das ja. 10 Runden. Alles klar, let's go. Start. Let's go. Dann machen wir mal eine wunderschöne Mario Party. Ich bin gespannt. So. Tschüss, Mr. Fluffy Stone. Wiedersehen. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir noch. Schön, dass du da warst. König Bob Oms Pulverfass. Mini. Ihr habt es hierher geschafft, Abenteurer. Sehr schön. Aber unter uns gesagt, das hier ist kein besonders sicherer Ort. Deswegen feiern wir hier eine Party. No shit, Sherlock. Du bist zum ersten Mal hier, oder? Ja. Genau, wie gesagt, lauern in dieser Mine jede Menge Gefahren. Genau, deswegen feiern wir eine Party hier. In der Mine. Genau, mit dem Todestablett. Zum einen sind da Bob-Oms, die einen nur zu gerne am Vorankommen hindern.
Die größte Bedrohung befindet sich aber in der Mitte des Spielbretts. König Bob und persönlich. Das ist aber cool, dass er da ist. Warum befindet er sich in der Mitte? Willkommen, ich möchte keine finsteren Minen in meiner finsteren Mine sehen, ja? Das ist ja der Wahr. Ich will auch ganz fair sein, also zugehört. Wenn dieser Unheilszähler 0 erreicht, könnte etwas Schreckliches passieren. Ach, nennen wir das Kind ruhig beim Namen. Da wird es eine gewaltige Explosion geben. Oh nein, das ist aber wirklich schrecklich. Ich dachte, ich weiß, wusste das schon. Damit ist ja jetzt nicht mein Gefühl. Irgendein Abenteuer, sondern ein super gefährliches. Eine super gefährliche Party. Wie sieht es mit den Regeln aus? Kennst du die Regeln? Hast du die Regeln? Sollen wir die Regeln durchlesen? Hast du die Regeln im Kopf? Ja. Nein, warum blutig aus der Nase? Hä? Ich habe die Regeln nicht. Nein, warum blutig aus der Nase? Oh Gott. Oh. Ja. Ja. Sollen wir die Regeln durchgehen? Ja, schon geht damit durch. Okay. Ja, sind deine, nehmen wir sie mal so richtig das durch. Das sind deine Eltern Gekko-Rocks. Gekko-Rocks. Geo-Rocks. Gekko-Rocks. Denn du bist scharf wie eine Bombe. Wie Nane. Sind deine Eltern Gekko-Rocks. Aha. Oh mein Gott. Wir fliegen ziehen die entsprechende Zahl aus Feldern. Ja, das ist schön. Ich glaube, das kennt man. Das ist... Achso, okay, jetzt kommen die Felder. Länder auf besonderen Feldern, um Münzen zu sammeln. Münzen, ja, das kennt man schon so. Aber nämlich in 8 roten Feldern. Ja, das kennt man auch. Für jedes gewonnene Minispiel erhältst du eine Menge Münzen, das wussten wir schon. Münzen allein sind jedoch nicht Zweck zum Mittel. Um zu gewinnen, brauchst du etwas anderes, und zwar Sterne. Woher wusste ich das wohl? Sterne! Ja, wer davon am Ende die meisten hat, gewinnt die Party. Und sie kosten nur 10 Münzen. Und was? Selbst 100 Münzen würden dir nur wenig helfen, wenn du nur einen Stern hast. Doch, wenn keiner anderen Stern hat, dann macht das schon Sinn. Ja, eben. Es ist eben wie beim bekannten Sprichwort, Sterne regieren die Welt. Ich dachte, das hieß Geld regiert die Welt. Ein sehr bekanntes Sprichwort, wer kennt es nicht? Alles klar. Gut, dann benötigen wir jetzt die Reihenfolge der Spiele. Bitte würfeln! Also scheinbar spielen wir doch alle gegeneinander. Ja. Wupp. Ja, ich bin Zweiter. Ja, wow, ich bin Letzter. Princess Bitch Toe fängt an. Ja. Zweites ist Link dran. Drake ist als Drittes dran. Und ich bin als Letzter dran. Das war einfach wieder klar. Du beschließt, ein Stapelkapitän bekommt jeder 5 Münzen. Das ist echt wenig. Das ist nicht viel. Aber der kostet ja auch nur 10, also... Das ist halt auch nicht viel. Wie viel hat er damals gekostet? 20. Ja, das stimmt, 20. Da hat man auch 10 Münzen am Anfang bekommen. Stimmt, Sterne sind der Schlüssel zum Erfolg. So viel ist ja klar. Aber wo also befindet sich der Erste? Hinter deinem Ohr. Hier. Hallo! Toadette! Hier, ein schöner glänzender Stern. Willst du ihn haben? Dann gib mir Münzen und komm zu meinem Feld. Oh nein, das klingt irgendwie... Wer sich wohl die meisten Sterne sichern wird? Also ich glaube, ich bin es. Ich nehme alle Sterne nicht weg. Ui, das wird spannend. Und ab jetzt darf gewettet werden. Hey, Drake zeigt uns den Arsch, hast du es gesehen? What the fuck, Drake? So, ab jetzt darf gewettet werden. Wer wird die Party gewinnen? Peach hat einen Peach-Würfel anscheinend. Hä? Wo sie... Null! Es gibt eine Null? Scheinbar gibt es besondere Würfel, so wie ich schon mitbekommen. Ich habe hier, hab hier den normalen Würfel mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 und den Luigi-Würfel mit 1, 1, 1, 5 und 6, 7. Ist das seine Telefonnummer oder was ist das? Ruft jetzt an bei Luigi. Ruft jetzt Luigi an unter 1, 1, 1, 5, 6, 7. Okay, was? So. Das klingt ein bisschen falsch. Yay! Ich tippe auf Link, Gecko ist immer zu verplant, um zu gewinnen. Aber vielleicht kann mir die Verplantheit zum Sieg verhelfen. Verbündetenfeld. Link bekommt einen Verbündeten. Oh mein Gott. Link bekommt... einen Goomba. Hallo Goomba. Was macht der jetzt? Hat auch einen Würfel. Das darfst du nochmal würfeln, oder was? Nein, jetzt ist ich kann einen Ort zeigen, an dem nicht ständig auf andere auf die herumstampfen. Der hat plus 2, plus 2, 3, 4 und 5 und 6 auf seinem Würfel drauf. Okay. Okay. So, was macht Drake? Drake verwendet seinen Drake-Yoshi-Würfel. Natürlich. Und null. Bleibt natürlich bei seiner Prinzessin. Ein fantastisches Team. So, okay, dann, aha. 1, 1, 2, 3, 3, 10. Ich hab ne 10, das ist halt geil, oder? Warum ist dein Würfel so viel besser als meiner? Nein, ich... Das ist halt Gold, ich weiß nicht. So, ne? Ja, Mann! Richtig geil! Jetzt läuft am Stern vorbei. Wo ist der Stern überhaupt? Da oben. Ja, ne? Wie kann ich eine Karte? Spielbrettübersicht. Da. Da das ist doch keine Übersicht! Du kannst halt tatsächlich schon zum Stern gehen. Da ist ein Laden. Ah. Das ist eine Übersicht. Ja. Warte, wie viele Schritte habe ich noch? 4. Steht über deinem Kopf.
Du landest also da oben, auf diesem Feld da oben oder da unten? Oder da oben? Ah, ich sehe es, ich sehe es. Ah ja, okay. Dann gehe ich natürlich hier hin, ne? Ja, wenn du das Minispiel gewinnst, dann... Hier entlang zum Stern. Hallo, Laden. Hallo. Hallo, Wiggler. Oh. Wer spricht denn? Das ist mein Itemladen. Hä, der ist so klein. Das sieht so gruselig aus. Er hat nur noch zwei Beine und der ist voll geteilt. Hä? Moment mal, Wiggler ist doch wahrscheinlich größer, oder? Flatter. Und warum hat es Schmetterlingsflügel? Das ist voll eklig und gruselig. Ich möchte nichts kaufen. Du kannst einen Turbopilz kaufen, einen Giftpilz. Ich möchte nichts kaufen. Und einen Gold. Dankeschön. Gehen Sie weg. Cool. Minispiel! Ich sehe schon, komm, Link, du wirst alles zerlegen, wenn du schon Law cosplayen willst. Aus One Piece, Law. Okay. Law? Warum kenne ich den jetzt nicht? Er ist der Typ, der den Raum zerteilen kann. Law kenne ich nicht. Krass. Runde 1. One Piece gucken weiter. Was nicht dabei sein ist alles. Die letzte Runde Gecko bekommt 10 Sterne. Das wär's halt einfach. Okay, was Einige ist das? Einige Charaktere sehen sich von der Form und der Farben sehr ähnlich. Lass dich nicht durcheinander bringen. Herausfinden, welcher Charakter fehlt. Also du siehst es hier oben und dann musst du auswählen, welcher Charakter hier nicht dabei ist. Ach so, jetzt habe ich es geblickt. Ah, okay. Und jetzt bekommst du viele Punkte. Aha. Ja, dann machen wir das mal. Alles bereit? Alles bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Na, dann probieren wir mal den Scheiß. Hallo, Toadette. Ich bin in der Schule. Oh nein. Please not. Yay! Yeah, Start! Wer fehlt? Hä? Hey, was zum Fick ist das? Ja. Sieht sehr interessant aus, besonders bei Mario. Sehr interessant. Die Magma erinnert mich an Arcano. Ja, das stimmt. Von Tekken. Law aus Tekken. Den kenne ich dann. Hey, wer fehlt? Wer fehlt? Ja, genau. Das Viech finde ich übrigens extrem cool. Das ist witzig, ja. Das Viech sehe ich auch, habe ich auch seit langer Zeit mal wieder. Das habe ich ewig nicht gesehen. Das Viech gerade. Letzte Runde. Ja. Wer fehlt? Wer fehlt? Monchi. Die sind ja irgendwie gleich schnell. Ja, aber du warst schneller. Was witzig. Ja, jetzt haben alle recht gehabt, oder was? Jetzt habe ich gewonnen. Hä? Hey, wieso hast du gewonnen? Weil ich der Erste war. Auf Schnelligkeit, oder? Richtig. Oh, fuck. Okay. Gewonnen. Verdammt. Ja, jetzt stehst du kurz vorm Stern und hast nicht genügend Münzen. So ein Mist. Jetzt hast du halt wirklich nicht genügend Münzen, stehst kurz vorm Stern. Ja, ist das nicht fantastisch? Hey, du kommst trotzdem Münzen. Okay, jetzt hast du doch genügend. Hä? Was soll... Okay, cool, dann... Warum? Du hast halt als zweiter Platz Münzen bekommen. Okay... Aber ich bin vor dir dran. Okay... Was ist das denn? Weiß ich. Achso, ist das der normale Würfel? Oh. Ich glaube, Peach landet da, wo ich war, genau. Peach bekommt einen Partner. Mal wahrscheinlich den. Bowser. Das wär's jetzt. Daisy. Das ist so klischeehaft. Das ist auch klar, ja, ist so, ja, richtig. Best Friends Forever. Mhm. Yay, ich schreibe um. Hallo, ich bin Daisy, gehen wir aufs Ganze. Lol, dieser Würfel. Was? Gehen wir aufs Ganze? Was? Ich schrei rum. Luigi, du bist dran. Du kannst jetzt auch andere Würfel verwenden. Nein, no shit. Ich kann jetzt auch den Goomba-Würfel verwenden. Wie viel ich... Wow, ich brauche 7 Felder zum Stern. Das heißt, ich muss eigentlich den Würfel nehmen und darauf wetten, dass ich eine 7 würfle. Ich glaube nicht. Das wird eine 1. Das wird eine 1. Oh, oh kack. Ja, und Goomba, wo What the fuck? Das wird eine 3. Du Drecks Goomba. Ich möchte da... Ja. Was ist das da oben für ein Glücksfeld? Auch recht gefährlich. Dann lieber nicht. Hä? Auch recht gefährlich? Was ist das denn? Ich habe das Gefühl, dass es dieses Feld, was es vor früher gab, das Miracle-Feld, wo alles passieren kann. Mhm. Deswegen lieber nicht. Na denn? Auch gehe ich dahin. Hier entlang zum Stern. Pechfeldgefahr, lol. Ich will eigentlich... ich gehe da lang, weil ich will den Pilz haben. Da kommt ein Item, ich bekomme einen Goldpilz. Goldener Turbopilz. Wurf plus 5. Wahrscheinlich, ja. Yoshi! Yoshi! Der Drake ist dran. Und Drake kommt auf jeden Fall nicht zum Ziel. Wow, der kommt, holt sich auch einen Partner ab. Jetzt haben alle Partner außer du. Wer bekommt Drake als Partner? Drakes
perfekter Partner ist Mario. Ja, wahrscheinlich. Hä, auch schon wieder so klischeehaft, die passen ja zusammen. Ja. Ja, klischeehaft. Und Goomba und Luigi oder was? Ja, irgendwie passt das nicht so. Aber das passt. Gecko Forever und auch. Jetzt würfelst du einfach eine 1. Das ist hart. Das wäre auch hart. Ich nehme einfach. Warum kann man immer die Special-Würfel nehmen? Das ist ein bisschen overpowered, oder? Schade. Hey, du kommst auf dieses komische Fragezeichenfeld. Hallo, Joliette. Ich hab schon auf dich gewartet. Ich hab gewartet. Also nimmst du diesen Stern? Nein. Weißt du, wer drückt da Nein? Glückwunsch, Cooper. Damit bist du um einen Stern reicher. Mhm. Ich hab den ersten Stern. Das heißt aber noch gar nichts. Oh. Lol. Stern erhalten. Da, jetzt bin ich Erster. Haha, ich bin Erster. Hier nicht. Oh. Oh, jetzt bin ich traurig. Wow, ja, übertreib. Ja, dankeschön. Was? Gut, dann ist es eine. Gut, das ist eine Zeit, den nächsten Stern auf dem Spielfeld zu platzieren. Mal sehen, wo Toadette jetzt hin will. What the fuck, Toadette, wohin gehst du jetzt hin? Okay. Natürlich! Da, wo Drake und Dingens. Ja, natürlich! Hier, ja, wer wird's wohl als Erstes zu mir schaffen? Kommt und holt mich! Mauritius, bitte keine Spoiler, ne? Das weißt du. Und. Aber oh, eigentlich. Das ist das, was so gemeint war. Du kannst also irgendwas bekommen. Du erhältst 3 Münzen, dann geht dafür. Aber das ist ja meistens so, ne? Es gibt ja meistens Sterne. Schade, ich dachte, das wäre so ein Miracle-Feld. Also, wirklich so wie ein. Du erhältst 5 Münzen, das ist okay. Ich weiß nicht, kennst du die Miracle-Felder aus alten Mario-Partys? Ich weiß es gar nicht. Wo man auch zum Teil Sterne tauschen kann. Ja, klar. Bim, bim, 4 Spieler Minispiel. Ja, moin, dann mal. Hä, was sind die Dinger da unten? Hä, warum sind da schon welche frei? Total Banane! Aber der, die wahrscheinlich von Anfang an spielen. Das passt kann. Ja zum Stream. Oh, das ist. Der ist auch total Banane. Das Minispiel kenne ich sogar. Oh! Wir müssen ja natürlich einstellen, dass wir gerade spielen. Lol. Das Minispiel kenne ich sogar, das habe ich mal beim Drake gesehen, das Minispiel. Man muss sich einfach durch die Bananen durchirren zum Ziel. Und soll am besten nicht ausrutschen. So. Hä, Bot? Hallo? Ah, dankeschön. So, hä? Also was? Man sollte sich, man muss einfach dem Pfeil folgen zum Ziel und sollte am besten nicht ausrutschen. Okay. Wenn du den Schaden. Okay, okay. Ich bin schon okay. Bereit. Kannst ja ein bisschen testen da gerade. Und wenn du halt ausrutschst, dann bist du halt betäubt für die Zeit. Okay, das ist da unten ne. Lol. Ah, okay. Oh nein! Okay, und jetzt bereit? Ah ja. Okay, ich bin bereit. Start! Start! Ja. Finish! Finish! Ups. Ja, aus den alten Teilen, dieses hohe Finish! Ja, ich weiß, das war so für mich gut. Immer das Todd-Geräusch. Ich sehe nicht, wo das Ziel ist. Ach, hä? Da ist das Ziel. Lol, ich. Nein! Laufe geschwinde! Ja, gut, ich hab's. Erster! Wo bin ich eigentlich? I don't know. Ziel! Dankeschön! Yay, zweiter immerhin. Sehr schön. Und die beiden irren da noch herum. Keine Ahnung, was Peach da gemacht hat. Echt? Oh, sie ist auch fast da. Süß. König Banane, nicht ja, König der Löwen. Ganz genau. König der Banane. Banane.